Hallo und herzlich willkommen zu Rund ums Haus TV. Heute zeige ich euch, wie man ein Regal richtig baut, um Holz zu lagern. Naja, was heißt Holz richtig zu lagern? Also nicht, wie der Schreiner das macht, sondern wie es sinnvoll ist. Die meisten Leute zeigen, wie man Regale baut, naja, nach der altbewährten Tradition. Und ich habe es woanders, also es ist nicht meine Idee, ich habe es woanders gesehen, halte es für sinnvoll und ich zeige euch in diesem Video, warum das die bessere Alternative ist für jeden Heimwerker und für jeden Bastler. Los geht's! Ja, jeder wird's kennen. Da vorne kann man sehen, da habe ich so Bohlen stehen, da hinten. Und hinter der Kamera, also hinter euch, stehen auch noch welche. Die müssen alle gelagert werden. Jetzt habe ich hier kein explizites Holzlager mehr, weil das ist ja alles Werkstatt geworden. Und jetzt will ich da ein Regal hinbauen. Ja, Material habe ich eigentlich dafür da. Mal gucken, ob ich so mit allem hinkomme, weil ich habe nicht von allem genug da, glaube ich, aber das sehen wir dann beim Machen. Jetzt werde ich erstmal Vierkantholzbalken schneiden, die ich da hochkant so hinmache. Da will ich 5 Stück hinmachen. Das soll 2 Meter breit werden, 90 cm hoch. Naja, und das ist dann mein Holzlagerregal. Hört sich klein an, ist es aber nicht. Ja, habt ihr gerade gesehen, ne? 4-mal habe ich Douglas hier, ein 5. Mal nicht. Da habe ich jetzt Fichte, Tanne. Da ich das hier alles gleich haben will, hobel ich mir das erstmal zurecht. Hihi. Ja, was soll ich sagen? Hobeln muss man lernen. Warum ich den einen so krumm gehobelt habe, beziehungsweise eigentlich habe ich fast alle krumm gehobelt. Ich weiß gar nicht, welchen Fehler ich gemacht habe. Nicht wirklich. Aber vielleicht muss ich den Hobel nochmal kontrollieren. Also die Abrichte oben drauf beim Drüberschieben. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall ist das hier jetzt das gleiche Maß und das hier ist das gleiche Maß. Die sind nicht ganz gerade. Wenn ich noch mehr hobel, dann habe ich keine Hölzer mehr. Das reicht mir jetzt aber erstmal so. Das ist natürlich nicht befriedigend, ist klar. Aber ne, wie gesagt, ich muss noch ein bisschen üben. Gut, das sind auf jeden Fall jetzt meine Regalaufnahmebalken. Die werde ich jetzt mal anzeichnen und dann bohren. So, ich habe mir jetzt angezeichnet, wo ich die einzelnen Ablagehalterungen mache für die einzelnen Bretter. Und zwar habe ich hier unten 7 cm Luft gelassen und habe dann zwischen den einzelnen 13 cm gelassen. Ne, das wird die Unterseite. Da möchte ich, dass die erste Bohrung nicht zu tief ist, damit hier unten auch genug Halt ist. Anschrauben muss ich die Dinger ja auch noch. So,
dann werde ich die mal alle übertragen. Schön wäre natürlich, wenn das alles gleich wäre. Das wäre echt mega. Aber wird schon gehen. Und da ich ja alles auf die gleiche Dicke gehobelt habe, hoffe ich, nehmen wir mal ein Maß hier. Maß macht mobil. Das trifft sich sogar sehr gut. Das sind genau 58. Richtig? 50, 58. Einen ganz kleinen Ticken weniger. 58, nehmen wir 58. Das heißt, das sind 29, gell? 29 ist die Mitte. Das hier habe ich von meiner Amazon-Wunschliste zugeschickt gekriegt. Ja, so ein Parallelanreißschieber. Ich verlinke euch den mal direkt unterm Video. Der kostet keine 20 Euro. Der ist also so ein bisschen wackelig. Innen drin ist es schon. Ja, und wie genau die Skala stimmt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber für die Zwecke, die ich jetzt brauche, ist das mega. Was habe ich gesagt? 28? Was? Was rede ich denn da? 28 ist da. So. Das kann ich dir auch alle schön. Bin ich da richtig? 28? Nee. Das sieht nicht mittig aus. Nee. 28. Ach Quatsch. 28 wäre ja. Ja doch. Hä? Nochmal. Das sind 29. Nein, doch. Der ist noch früh am Morgen. Obwohl ich mir das wahrscheinlich gleich so einstellen werde an der Bohrmaschine, dass ich das hier gar nicht brauche. Aber so zur Kontrolle ist das gar nicht schlecht. Hoch. Kommando zurück. Wir bohren natürlich noch nicht. Ich habe vor, da was Besonderes. Also was heißt was Besonderes? Also die Halter sollen eigentlich aus Rohr gemacht werden. Aber ich weiß nicht, ob ich genug Rohr habe. Das ist 16. Ich habe auch einen 16er Bohrer. Jetzt muss ich die erstmal sägen und gucken, wie viel ich davon habe. Weil dann werde ich irgendwann auf Rundmaterial, ne, Holz umsteigen oder irgendwie das clever verteilen, weiß ich noch nicht. Ja, dazu habe ich mir so gedacht, ich werde so 4 cm ins Material gehen und 30 cm Ablage, das heißt 34. Mal gucken, wie viel ich davon kriege. Das ist eine alte Gardinenleiste. Hier wird noch recycelt. Quasi. Manchmal. Selten. Ja, das wird auf jeden Fall nicht reichen für alle. Ne, wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 5. 35 Stück. Die kriege ich nicht raus. Das, nee. So, das sind 5, das sind 10 Stück, das ist ja mega. Da haben wir schon mal 2 Reihen. 1, 2, 3, 4. Brauchen wir noch 5 weitere. Ja, ich komme da mit dem Holz definitiv nicht hin. Tja, wenn ich den zusammenleimen würde, wäre das genau passend. Aber so hat von genau passend. Also ich bin ja der Meinung, man muss auch mal mit dem zurechtkommen, was man so hat. Ne? Klar kann man sich alles dazu kaufen, passend, das hat alles, ne? Aber manchmal muss man auch die Church in a Village lassen, ne? So Dingenskirchen. Ihr wisst, was ich meine. Wunderbar, oder? Ich finde, das kann man so lassen. Das ist mega. Können wir ja ein Preisausschreiben machen, wenn das Regal fertig ist, wer das findet, wer weiß, wo das ist. Ah, dann kann ich nicht weiter filmen, ne? Jedenfalls dürfte das nicht im Video drin sein. Und der Übergang geht auch. Also ich habe beide so ungleich schief gemacht, dass ich das jetzt beim Verdrehen zusammengekriegt habe, ne? Also, kann man lassen, finde ich. Schreibt mir das mal nicht in die Kommentare. So, wie war das? Kommen wir jetzt hin oder fehlt mir immer noch eine Porung, Purche? Eine Reihe, ne? Eine Reihe fehlt mir noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich brauche 7. 7. Ja, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Kann ich das später noch? Nee, das ist blöd. Naja, komm, dann nehme ich hier so 12er Rohr. Es wird schon irgendwie gehen.
Werden wir sehen, ob es hält. Ja, ihr müsst schon hingucken, wo ich da was zeige. So, nochmal, aufgepasst. Dann nehmen wir jetzt hier 12er Rohr. Ne? Rohr, kein Vollmaterial. Und ja, dann gucken wir mal, ob das auch gut geht. Das sehen wir dann im Belastungstest. So, jetzt bin ich davon ausgegangen, beim Anzeichnen, dass alles gleich ist. Ne? Deswegen habe ich über den gleichen Abstand, sonst hätte ich ja die Materialdicke von den einzelnen Ablagen, ne? So gedingsbumst. Jetzt werde ich natürlich das kombinieren. Was heißt nicht kombinieren, aber ich werde jetzt die dicken 30er Buchestäbe mit den 12er, also ne? Die 30er und dann die 12er, damit der Abstand, ne, möglichst nah an irgendwie an 10 cm rankommt. Und so werde ich das so ein bisschen vermitteln. Intelligent machen. Also, die kommen in die Mitte. Wir machen das so ein bisschen, dass das nach dem Auge passt, ne? Dann nehmen wir die da drunter und die da drunter. So, das hat eine Ablagefach. Dann nehmen wir die da drunter und unten die ganz dicken. Richtig? Dann kommen die nach da und die ganz kleinen nach oben. So ist fein. So machen wir das. Dann werden wir aufschreiben, sonst geht das in die Bunne. Und dann bohren wir hier 30. Die waren 16. Ein bunter Haufen Gequirltes. Dann bohren wir die 20. Die sind ein bisschen zu dick, die muss ich ja noch anschleifen. Die machen wir 12. Hier mal wieder 20. Hier wieder 16. Hier mal auch 16. Einmal verbohrt ist der ganze Quatsch hinüber. Gewissenhaft arbeiten. Eine meiner Tugenden. Ja, so optiktechnisch finde ich das lässig. Diese verschiedenen Bohrungen und so, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Spielwand irgendwie oder wie eine Turnhalle. Ja, Laber. Bisschen Schnörkelpapier. Ja, ich glaube, das mache ich kurz mal in der Maschine, ne? Dafür haben wir sie doch. Wie ich schon mal festgestellt habe, muss 30er Bohrung und 30er Rund nicht zwangsläufig so zusammenpassen. Wenn ich das jetzt rein knüppel, könnte das sein, dass mir der Balken aufplatzt. So sieht's mal aus. Ja, hier ist immer so eine Naht dran, so eine Fertigungsnaht. Die macht das Material dann immer ein bisschen dicker. Ja. Rein Prügelus Maximus, Riskantus oder Cortus Schleifus. Dann könnte es aber sein, dass es dann zu dünn wird. Ja, habe ich mir super überlegt. Das habe ich mir alles richtig super überlegt. Ach so, die muss ich ja eh noch anschleifen. Die passen wie überhaupt nicht hier rein. Ne? Ja. Da muss ich auch noch. Ja. Aber wieso was? Geht auch dabei. Was mit denen? 12 in 12. Oh, das geht. Das flutscht so schon, das sieht gut aus. Also mit den Metallern mache ich mir keine Sorgen. Ich wollte es erst irgendwie so mit einer Fräse und so einer Vorrichtung und so, aber da habe ich jetzt keinen Zick für. Schon so viel, was gebaut werden muss. Dann schleifen wir es ein bisschen an der Maschine. Ganz vorsichtig an dem kleinen Minibandschleifer. Und dann hoffe ich mal, dass das passt. Ja, irgendwie wird das nichts hinaus, ne? Da sind wir uns doch einig. Das ist total blöd.
Das wird krumm und schief. Ja, ist die Frage, kann ich das vielleicht eventuell an der Kreissäge machen? So, jetzt wird sie eingeben, die sagen, das darf man nicht, so macht man es nicht. Aber doch, so mache ich es. Und es hat ganz gut funktioniert. Also für mich war es auch nicht gefährlich. Ich fand, meine Finger waren weit genug weg. Ne, die gehen alle, der eine ein bisschen strammer, der andere ein bisschen, ne, das kommt drauf an, wie krumm die waren vorher. Aber so grundsätzlich bin ich damit sehr einverstanden, was hier rausgekommen ist. Ja, die klopfe ich direkt so an, wa? Oder? Was soll ich die später montieren, Dingsbumskirchen? Ja, ich weiß es noch nicht. Ich klopfe mal einfach fest. Wird sich nachher rechnen, oder? Krieg ich die nicht mehr raus? Die krieg ich nicht mehr raus. Ja, krieg ich so angeschraubt bestimmt. Doch, bestimmt. Was? Ach ja, die waren nicht zu klein, die habe ich ja mit 15 gemacht. Ja, und alle Kanone, muss ich auch sagen. Da könnte ich mich jetzt wirklich drüber aufregen. Oh. Wer ist dafür, dass wir es morgen nochmal probieren? Stimmt ja, da war doch was. Himmelarsch. Muss ich ja nochmal nacharbeiten. Oder kriege ich 16 in 15 reingekloppt? Das glaube ich ja fast gar nicht, ne? Das geht doch nicht. Werden ja noch Wetten angenommen. Ich probiere mal einen. So. Einen kann man ja probieren. Ne? So, mal einen. 16 in 15. Das spaltet nicht nur die Nation, das spaltet auch das Holz. Er will schnäbeln. Er will schnäbeln. Er will. Die Realität sieht ein bisschen anders aus. Verdammt. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, ne? So ein Scheiß. Habe ich vergessen. Deshalb wird sich auch niemand an deinen Namen erinnern. Ja, auch ein blinder Trinker findet mal ein Korn. Der Senker hier hat 16. Der ist genau 16 im Durchmesser. Ich weiß, durch die Spitze komme ich vielleicht nicht bis ganz unten. Oder aber, ich mache das Loch ein bisschen tiefer, aber... Auf jeden Fall erhoffe ich mir dadurch, dass ich die 16er Stangen da reinkriege. Puh, machen wir einen Schnellgang. So, die 12er Eisen. Zack und zack. Die passen auch alle ganz unterschiedlich irgendwie. Obwohl ich alle gleich gebohrt habe. Ihr wart dabei. So, jetzt noch die Dreißiger. Die ja sowieso auch nicht gehen. Ne? Logischerweise. Weil 30 in 30 geht ja nicht. Logisch. Oder soll ich es mal riskieren? Soll ich es probieren? Riskieren? Mit Hans-Jürgen Bäumler? Riskant? Ich glaube, mein Grundgedanke war gar nicht so schlecht.
dass man die Dinger bei Bedarf mal auswechseln kann, wenn die mal irgendwann krumm sind oder abgebrochen oder keine Ahnung. Aber ich glaube, da kannst du besser bohren, neu bohren, weil, ich glaube, das wird schwierig. Überhaupt so, ne? Wenn die so reingeprügelt sind, die kriegst du nicht mehr raus. Also die 30er auf gar keinen Fall mehr, da die ich da eben so reingekloppt habe. So, jetzt heißt es warten. Der Leim muss jetzt anziehen, aber wir sind schon relativ nah an der Fertigstellung. Was habe ich mir dabei gedacht? Da war ganz schön Arbeit, so ein kleines Ding. Ne? Ja gut, alles unterschiedlich gebohrt und ne, so aus Restmaterialien, ja mehr oder weniger. Und jetzt zeige ich euch, warum das Regal besser ist als die Regale, die sonst jeder Heimwerker zu Hause hat, um sein Material zu lagern. Naja gut, ein Brett soll jetzt reichen. Wer kennt das nicht? Du hast ein Regal gebaut, so wie ich das hier oben, wie man am Anfang sehen konnte, die ganzen Klötze. Sind die Abstände jetzt größer, stapelt man da, ne, man baut ja auch stabil, man stapelt dann 4, 5, 6, 7 Hölzer übereinander und du brauchst das zweite von unten. Wie ärgerlich. So passen maximal, sag ich jetzt mal, 3 Bretter. Mit ein bisschen Luft, 3 Bretter. Und wenn du eins brauchst, dann kommst du auch da dran, das kannst du ja auch rausholen. Zur Not musst du eben eins mal runternehmen oder so. Aber so einen ganzen Stapel abzupacken, um an ein bestimmtes Brett ranzukommen, ist ja Käse. Dann macht man sich lieber eine größere Einteilung und dann macht man weniger Bretter pro Lage. Für die Leute, die sich jetzt Gedanken machen, boah, das hält aber nicht. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn das Brett hier, ich sag jetzt mal 15 Kilo wiegt, dann teilt das mal durch 4 Auflagepunkte, was der einzelne Auflagepunkt tragen muss. Ne? Wenn man da 2-3 Bretter drauflegt, also das solltet ihr eigentlich abkönnen. Wenn nicht, werde ich demnächst erschlagen unter der Kreissäge, aber das seht ihr dann live, also live nicht, mein Sohn schneidet das dann. Nein, aber müsste eigentlich reichen. Ja, dann räume ich mal ein und dann, ja, das ist es dann nun. Für jemanden, der ein Schweißgerät hat und sich damit wohler fühlt, der macht es halt komplett aus Stahl und schweißt sich das. Aber so, ja gut, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich traue auch den einzelnen Stegen nicht mehr als 2 Bretter zu. Deswegen, oben habe ich auch nur einmal eins drin, weil das ist ziemlich schwer, das Brett. Die Bohle, da oben ist Kirschholz, der Rest ist Eiche. Da werde ich ja demnächst was von verbauen. Dafür habe ich hier die neuen Maschinen. Also wird sich das Regal dann dementsprechend auch wieder ein bisschen leeren. Und dann werde ich dann vielleicht andere Sachen da reinlegen können. Aber es soll für diese Bohlen sein. Meinetwegen dann auch für Vierkanthölzer. Ne? Wie gesagt, man muss nicht alles übereinander packen. Diese Idee habe ich mir natürlich geklaut bei John Heiss. Ne? Die Leute, die englischsprachig unterwegs sind und da Heimwerkerkanäle gucken, die haben so ein Regal schon mal gesehen. Also, lasst mir für das Regal einen Daumen nach oben da. Baut das nach. Ändert das bei euch ab. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video von mir. Und bis dahin sage ich, Madet Jod, schwing der Hut.